Anliegen mit dem Stück ist, zum einen wollen wir wirklich schauen, dass hier mit, wie ernähren wir uns, wie kommt das Essen auf den Tisch, dass sich da ein paar Leute mal endlich Gedanken drüber machen, weil es kann nicht sein, dass wir hier im Kinderzimmer Plüschtiere haben, dass wir im Streichel so alles süß finden und dass dann aber Tiere da millionenfach einfach unsäglich leiden müssen. Die andere Geschichte ist, Hühnchen ist unser Held in dem Stück, bei den alten Legehennen, also ein Kind. Und ein Kind sagt, nee, was ist denn hier eigentlich los? Ich will das nicht, warum ist das so? Trotzdem will ich wissen, wo die Tiere, die ich esse, herkommen. Ja. Wie sie gehalten, geschlachtet und gefüttert werden. Ja. Das ist wichtig. Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Auf den Verpackungen im Supermarkt steht sowas leider nicht drauf. Dabei können wir nur dann gute Entscheidungen über unser Essen treffen, wenn wir wissen, wie es hergestellt wird. Ja. Wir müssen auf die Kinder hören. Die stellen oft unbequeme Fragen. Und wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, dann passiert vielleicht auch, dass das Bewusstsein von uns allen sich auch ändern kann, dass die Zukunft auch ein bisschen menschlicher werden kann. Ganze Welt.